herzlich willkommen zum Ostermontagsgottesdienst aus Röhrenfurt. Egal, wo Sie gerade sitzen, stehen, zuhören, reinschauen oder den Text lesen, uns allen gilt die Osterbotschaft: Jesus lebt. Auch wenn vieles in diesem Jahr nicht stattfinden kann wie gewohnt, Ostern fällt nicht aus. Denn Ostern verändert die Welt. Und Jesus hat in diese Welt hinein das Licht gebracht. Und mit unseren Augen können wir nun neu sehen. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit. Lassen Sie uns Gott bitten, dass er seinen Geist uns gibt und dass er uns hineinnimmt in diese Hoffnungsbewegung, die Jesus angefangen hat. Und so feiern wir gemeinsam im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Nicht nur in den Jahren seines Wirkens ist Jesus zusammen mit seinen Jüngern umhergezogen, um den Menschen die hoffnungsvolle Botschaft Gottes nahezubringen. Auch nach seiner Auferstehung und bis heute will er Menschen erreichen. Jesus hat versprochen: Ich will bei euch sein bis an der Welt Ende. Und so ist Jesus auch mit zwei niedergeschlagenen Jüngern ein Stück Weg nach Emmaus gegangen. Und immer dann, wenn Menschen sich für Jesus öffnen, werden sie verändert. So auch die beiden Emmaus-Jünger. Und so gilt uns allen der Wochenspruch von Ostern. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus, der du auferstanden bist, wir jubeln und feiern, dass du stärker bist als der Tod. Wir können mit unseren Augen gar nicht erfassen und mit unseren Gedanken ermessen, was du für uns vollbracht hast. Du hast dem Tod die Schlüssel entrissen und für uns den Himmel aufgeschlossen. Auch wenn in diesen Tagen uns es ein bisschen schwerfällt, uns mitzufreuen mit dieser Osterbotschaft, so bitten wir dich, gib uns dazu einen Hoffnungsschimmer, dass wir uns mitfreuen können und gemeinsam jubeln. Du lebst. Öffne uns die Augen, dass wir dich immer mehr erkennen. Amen. Thank you.
Ich lese den Evangeliumstext für den heutigen Ostermontag. Das sind Worte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35, gelesen aus der Basisbibel, und zwar in vier Abschnitten. Und sieh doch, am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: Worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft? Da blieben sie traurig stehen. Der eine, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist? Jesus fragte sie: Was denn? Sie sagten zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren früh morgens am Grab. Aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Sie sind niedergeschlagen, enttäuscht, ja ratlos. Was jetzt, wo Jesus nicht mehr da ist? Sein Tod am Kreuz war für die Jünger ein abruptes Ende. Wohin wird sie der Weg jetzt führen? Was bewegt einen, der sein Leben neu ausrichten muss? Ich kenne solche Fragen und Gefühle. Und ich spüre in diesen Tagen, wie Menschen um mich herum sich neu ausrichten und nach Lösungen suchen. So stelle ich nun selber Fragen. Wie geht's mir eigentlich? Was treibt mich um? Was bewegt mich gerade heute am Ostermontag? Wie sehr prägen mich die Corona-Zeiten? Was fehlt mir? Oder geht's mir eigentlich ganz gut? Wo ist mein Jesus gerade? Jesus stößt zu den beiden Jüngern auf den Weg dazu. Und er geht mit ihnen. Er hört ihnen zu, er fragt nach und er hat ein Ohr für ihre Sorgen, für sie, für mich, gerade jetzt. Da sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer, damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu den Alten, zu allen Propheten. Jesus sieht dein Leben oft anders als du. Jesus stellt dein Leben in einen größeren Zusammenhang. Jesus deutet den beiden Jüngern aus der Heiligen Schrift ihre Erfahrungen. Er erklärt ihnen, warum er leiden und sterben musste.
Nämlich, damit die Menschen mitbekommen, dass Gott diese Welt für alle Zeit verändert. Aber die Augen der beiden Jünger sind noch verschlossen für dieses Geheimnis. Und sie erkennen Jesus nicht. Und du? Verstehst du alles in deinem Leben? Erkennst du alles mit deinen Augen? Siehst du jede Situation richtig? Auch du bist eingeladen, deine Lebensgeschichte aus den Augen von Jesus anzusehen. Wo kannst du in dem, was du erlebst, Gottes Spuren erleben? Wo mutet dir Gott etwas Schweres zu? Wo bleibt Gott für dich unbegreiflich? Wo kannst du seine Nähe spüren? So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn. Bleib doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen Schriften erklärte? Fühlt sich so zu Hause an? Im Hause des Kleopas essen die beiden Jünger mit dem fremden Brot. Etwas anderes haben sie nicht. Es gibt kein Willkommen-Zurück-Menü. Und außerdem ist da auch keiner, der auf sie gewartet hat. Aber von einem Augenblick auf den nächsten verändert sich alles. Ihre Augen öffnen sich und sie erkennen, wer dieser fremde Mann ist. Es ist Jesus. Ich mag dieses bildliche Wort. Da fiel es ihnen wie Schuppen aus den Augen. Und sie spüren innerlich, wie ihr dunkler Stein vor ihren Augen weggerollt wird. Und sie merken, Jesus lebt. Er ist real. Alles ergibt für sie auf einmal einen Sinn. Und sie spüren, dass ihr Leben und ihre Zukunft sich von nun an verändern werden. Zwar verschwindet in diesem Moment Jesus vor ihren Augen, aber er ist nicht ganz weg. Wie kann man das verstehen? Mit den Worten des Priesters und Schriftstellers Lothar Zenetti, vielleicht mit dieser Antwort. Die Emmaus-Jünger und dieses Geheimnisvolle, sie erkannten ihn, doch da entschwand er ihren Blicken. Wir lesen es gewöhnlich so, als habe er sich von ihnen entfernt. Doch man könnte es auch anders verstehen. Einen Menschen uns gegenüber können wir sehen, auch die eigene Hand. Aber unsere Nase, unseren Mund, in unser eigenes Auge können wir nicht sehen, weil es so nahe ist. Vielleicht entschwindet Jesus unseren Blicken, weil er uns noch einmal näher kommt und leben will in uns. Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach.
Die Jünger können ihr Erlebtes nicht für sich behalten. Und dieses Prinzip hat bis heute durchgehalten. Nämlich, dass es Menschen gibt, die Jesus begegnet sind, dass sie davon weitererzählen. Es ist das Prinzip Hoffen. Und gerade in unseren aktuellen Tagen ist dieses sehr wertvoll. Es gibt jede Menge Beispiele, wo wir aktuell merken, dass es Funken der Hoffnung gibt. Zum Beispiel, wenn die Infektionszahlen jetzt nicht mehr so stark steigen. Oder dass wir Menschen erleben, die sich gegenseitig unterstützen, sich ermutigen und füreinander da sind. Ostern schenkt neue Hoffnungsfunken. Jeder, der sich für den lebendigen Jesus öffnet, der wird ein bisschen davon erleben können. Mit Jesus bricht etwas Neues auf, denn Jesus lebt. Jesus hat den Stein ins Rollen gebracht und damit eine Bewegung ins Laufen gebracht. Ostern lädt uns alle ein, in vollen Zügen in dieser Hoffnungsbewegung ein Teil zu sein. Werden wir zu einer Generation der Hoffnung? Machen wir uns auf den Weg der Hoffnung, damit wir diese Hoffnung von Jesus für uns hamstern und auch anderen weiterschenken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Nach jeder Bitte beten wir gemeinsam, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, öffne uns die Augen, dass wir dich sehen. Sei für uns ein helles Licht in unserem Alltag, der gerade in dieser besonderen Zeit vor besonderen Herausforderungen gestellt ist. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, ermutige mit deinem trösten Wort. Besonders die Menschen, die gerade krank sind oder unter dem Alleinsein leiden. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Jesus, gib uns allen das Verständnis dafür, wenn wir gemeinsam verantwortungsvoll die aktuelle Situation annehmen, dass wir dann besser aus dieser Krise kommen, als wenn jeder nur an sich denkt. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, aber lass auch nicht diejenigen uns vergessen, die durch die Kontaktsperre und beruflichen Einschränkungen leiden müssen. Gib uns ein passendes Wort zur richtigen Zeit. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Jesus, besonders dann, wenn der Glauben und das Vertrauen schwerfallen, entfache die österliche Freude in uns neu. Erreiche unsere Herzen mit deinem Hoffnungsschimmer. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du gibst uns Zuversicht, dass unsere Zukunft in deiner gnädigen Hand liegt. So beten wir gemeinsam mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie diese Osterfreude mit in diese Woche und bleiben Sie gesund und behütet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.